Ja, servus Leute, Raidboss Nunu hier mit einer weiteren Folge. Heute möchte ich gern mit euch anschauen, wie mein Serverstart EU5 lief, was ich genau da erreichen konnte und wie viel Pilze das denn auch gekostet hat. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin jetzt hier an Tag 3, habe die Alu gespielt, Stadtwache nochmal angestellt und bin jetzt Level 61. Ich habe mir hier auch Full Epic Equip gegönnt, Tränke schon mal auf Vorrat und Sammelalbum knapp vor 55%. In der Festung habe ich auch schon ein bisschen durchgeskippt, kann jetzt gerade auch mal die Sammler abholen und habe ich jetzt noch 4,5 Stunden, bis dann der Vollschutz weg ist und dass ich dann mit meinem Festungspartner abspreche, dass einer rausgeht und wir uns dann finden für die gegenseitige Kämpfe zum Tauschen. Ja, ich habe ein bisschen mehr gepusht als ursprünglich geplant. Das liegt aber vor allem daran, dass ich auch in der Gilde bin, wo ich weiß, dass die Leute durchziehen, wo man sich aufeinander verlassen kann und wollte deswegen auch ein bisschen was für die Gilde tun. Hatte schon an Tag 2 10-10 Ausbauten, also hier die Gildendinger und sonst eben auch fleißig Sammelalbum gefarmt. Doch gehen wir an der Stelle mal in meinen Pilzplan und schauen uns mal genau an, was das denn alles gekostet hat. Der Pilzplaner als Google-Tabelle habe ich auch schon ein, zwei Videos gemacht, das Ganze erklärt und auch gezeigt, wie ihr euch das kopieren könnt. Schaut da gerne mal rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und genau hier sehen wir eben, was ich dann auf Dauer an Pilzen täglich ausgeben möchte. Hier, was ich geplant habe. Ich habe jetzt etwas mehr für Sammelalbum ausgegeben, da ich auch immer mal nur equipped habe und am Ende eben auch noch ein paar Epics geholt habe. Das Ganze ist aber nicht schlimm, dass das nur dieser Anfangspush ist, den ich mache. Ab jetzt spiele ich dann ja Low Echo. Das heißt, ich werde noch ein bisschen für Sammelalbum extra Pilze ausgeben, bis das relativ voll ist und auch für den Arena Manager, wenn der kommt, noch ein bisschen was ausgeben. Wenn ich jetzt hier rüber wechsle, dann sehen wir eben, was ich genau ausgegeben habe. Hier habe ich meine Einkäufe eingetragen. Die Starterpilze waren 40. Dann eben zu Anfang schon eine Wagenladung Pilze mit 3600 Pilzen. Sanduhren habe ich auch ein Paket geholt, gab es ja auch 20% on top, also 1200 Sanduhren für 9,99 € als Überbrückung, bis dann nochmal Sanduhren-Event ist und ich die blättern kann. Dann natürlich am Anfang das Starterpaket, direkt die Gildenausbauten hochgepusht, das Festungspaket natürlich auch ein Muss und dann jetzt heute nochmal eine Wagenladung Pilze für dann den dauerhaften Einsatz. Hier dann eben mein aktueller Pilzstand, 4065 Pilze, woraus sich ergibt, dass ich jetzt schon 3660 Pilze ausgegeben habe. Das ist erstmal schon relativ viel, dafür, dass ich Low Echo spiele, aber ich wollte eben den Anfang-Push machen in einer guten Gilde und dementsprechend war es mir das auch wert. Habe jetzt hier aktuell drin 224,95 €, das heißt, ich habe jetzt ungefähr für den Serverstart 100 € ausgegeben und habe jetzt die restlichen Pilze noch für die monatlichen Standardausgaben, die ich ja hier links vermerkt habe, also pro Monat 700 Pilze. Das bedeutet, diese restlichen 4000 Pilze müssten dann für die normalen Ausgaben rund 5 Monate reichen, beziehungsweise Arena Manager geht ja noch ein bisschen was ab, aber da komme ich erstmal gut mit hin. Hier zeigt er jetzt noch eine Fehlermeldung an, das ist einfach nur, weil bis jetzt 0 Monate vergangen sind, weil er hier ein bisschen pro Monat ausrechnen möchte. Aber das ergibt sich dann, sobald hier mindestens ein Monat als Differenz ist. Hier hatte ich dann nochmal notiert, was ich für Meilensteine am Serverstart erreicht habe. Tag 1, also Level 26, 39% Sammelalbum, ziemlich viel schon am Anfang. Hab mit 4M7 diese eine Seite gefarmt, immer geschaut, was noch für Items fehlen und auch die Gilden-Upgrades schon auf 6-7 abgegradet. So gerade mit Glücksrad, wenn man das am Ende des Tages noch dreht, hat man da gute Chancen, nochmal Gold zu bekommen und kann da gut die Gilden-Upgrades hochziehen. Tag 2 dann Level 43 gemacht, 50% Sammelalbum und 10-10 Upgrades. Tag 3 dann jetzt eben bin ich Level 61, habe SA noch ein bisschen gepusht, werde es heute Nacht wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen nachziehen und die Ritterhalle dann auch schon auf 7, eben mit Festungsgips und so ein bisschen. Jetzt denken sich vielleicht manche, 3600 Pilze muss ich direkt zu Serverstart aufladen und rausballern, um mitzuhalten. Kann ich euch beruhigen?
beruhigen, müsst ihr nicht unbedingt machen. Wie gesagt, das habe ich nur gemacht, weil es auch eine stramme Gilde ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer reinen Low-Eco-Gilde seid und die Leute vielleicht eh nicht so direkt am Anfang durchziehen, dann könnt ihr es auch so machen, ihr könnt erstmal Level 22 Tag 1 anpeilen und dann direkt um 0 Uhr die nächste Alu machen, beziehungsweise in der Zwischenzeit ein bisschen Sammelalbum farmen und dann 0 Uhr Level 25 machen, um dann direkt die Festung zu bekommen. Ich hatte jetzt am Tag 1 um 20 Uhr die Festung freigeschaltet. Hätte ich bis 0 Uhr gewartet, wären mir nur 4 Stunden verloren gegangen und wäre auch nicht dramatisch gewesen. Also wenn ihr den Server statt spielt und nicht direkt so viel pushen wollt, seid ihr auch mit ein paar hundert Pilzen Invest sehr gut bedient. Einfach für ein bisschen Sammelalbum. Kann man wie gesagt auch mit Werbevideos gut machen, da die Kämpfe zu farmen. Mit 4M7, diese eine Seite, kann ich euch noch einmal verlinken. Wo ihr dann immer anklicken könnt, was ihr schon gefunden habt, könnt ihr gezielt suchen, könnt da nochmal einiges einsparen. Was mich hier eben dann einige Pilze gekostet hat, war vor allem auch, weil ich dann immer wieder neu equipped habe zwischendurch, Steine geskippt habe, um eben ein paar Dungeons zu pushen. Aber das müsst ihr, wie gesagt, nicht unbedingt machen, wenn ihr komplett Low Echo spielen wollt. Gehen wir hier zurück ins Game Interface. Ich spiele eben auch in der Gilde Heimathafen unter der Leitung von Sini. Ist im Prinzip die Zweitgilde von Tuni, der ja auch so ein bisschen das Management mitmacht. Tuni selber leitet ja die Tavernenflotte und ich glaube jetzt schon, dass es beides zwei sehr gute Gilden werden, auch auf langfristig, weil man weiß, dass hier halt einfach sehr viele Leute dabei sind, die durchziehen, die auch schon community-mäßig vernetzt sind. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ja, das war der erste Einblick zu meinem Kundschafter auf EU5, den ich ab jetzt nach dem Anfangspush Low Echo spielen werde. Ich werde das Ganze in regelmäßigen Abständen zeigen und dokumentieren. Ich werde auch immer wieder auf die Ausgaben eingehen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was das Ganze so kosten kann. Es ist auf Dauer eben deutlich weniger, als man erwarten würde. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da und in diesem Sinne sage ich ciao, ciao.